Hey, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen City Skylines Projekt. Eigentlich war es ganz anderes geplant, aber da das mit der Map nicht wirklich funktionierte, habe ich es erstmal sein gelassen und dann mit nach 3-4 Stunden gedacht, okay, ich mache einfach mal hier die Edental-Map von Green Cities. Und da ich persönlich selbst noch gar nicht mit, ich weiß noch, mit, abgesehen vom Kaufen, nichts zu tun hatte bisher mit, ist das immer noch so wie vorher? Das wäre echt fantastisch. Auto-Release. Ja, das scheint immer noch so eingestellt zu sein, wie ich es vorher eingestellt habe. Perfekt. Da ich selber keine Ahnung habe oder noch keine Erfahrung gesammelt habe mit dem neuen DLC, dachte ich mir, macht es doch Sinn, wenn ich das erstmal so mache, das quasi erstmal kennenlerne, bevor ich mich dann in, machen wir mal 4 lang erstmal, bevor ich mich in das ein oder andere Green Cities Szenario reinstürze. Ups. So, ich habe mir jetzt gedacht, dass man hier erstmal, okay, ich mache erstmal sicherheitshalber nur bis hier, dass wir hier erstmal, weil das dort in dem Gebiet, dass wir dort so ein bisschen mehr auf Industrie gehen und hier mehr auf Wohnungen. Da hinten ist die Railway. Okay. So, Wasser. Machen wir es aber auch nicht ganz so viel. Oder ist es hier? Ah, ich verstehe. Das ist zu wissen. Wasserpumpstation. Und da ich es natürlich kennenlernen muss, wähle ich jetzt auch diesen Öko-Wasseraustritt aus. Einfach um zu gucken, wie die Verschmutzung dadurch dann ist. So, die brauchen natürlich auch Strom. Connecten wir die mal. Wir hoffen, dass es nicht schon wieder zu viel war. Ja, wir haben immer noch. Die Condition ist immer noch gleich, was keinen Sinn macht. So, das heißt, jetzt fehlt uns noch die Verbindung. Ich muss erstmal dahin, in Hoffnung, das reicht. Und um sicher zu gehen, machen wir es erstmal nur da. Und dann können wir sich auch ein bisschen weiter absiedeln. Was auch immer das gerade war. So, ich weiß nicht, ob das mit den Tiden so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir werden es sehen. Hier. Mal gucken. Weil der Fall ist, wenn hier, da kann ich eigentlich fast nochmal hingehen. Ne? Die ersten bauen schon, das ist wunderbar. Und die bekommen dann natürlich auch schon mal Strom und so weiter. Dann können wir das Ganze ja schon mal erweitern. Ich bin gespannt, was es hier so hergibt. Was? Gebäude in gering besiedeltem Wohngebiet. Ja, das ist richtig.
beschleunigen wir das Ganze mal. Okay, das sieht jetzt natürlich auch interessant aus, das Haus. Es ist aber noch keiner eingezogen, ne? Das ist natürlich schade. Das war natürlich jetzt auch sogar schon ein bisschen zu weit. Ich wollte das hier vorne ein bisschen freilassen und dann... das reinpacken. Und dann da auch Wasser. Ja, perfekt. So, wunderbar. Wir bekommen Leute rein. Das ist wunderbar. Genauso wollten wir das sehen. Okay, jetzt haben wir natürlich wieder das leichte Problem, dass ich das Gebiet hier vorne bauen wollte. Die haben natürlich noch keinen Strom. Okay, wenn die unbedingt Industrie haben wollen, dann machen wir uns schon mal ein kleines bisschen Industrie. Hier auch nochmal dort. Ja, gering muss ich das Gewerbegebiet und... Waren. Okay. Und dort können wir dann die Umwelt ein bisschen verbessern. Schön, schön. Das ist echt ein cooles Tool. Mit Cinematic. Gefällt mir. So, wunderbar, die bauen dort auch. Das heißt, wir bekommen auch langsam Geld rein. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich gucken wollte. Das wollte ich nochmal gucken. Ich hab's vergessen. Achso, ja, Wasser, ja, passt. Ja, passt. Wunderbar. Okay, wir haben 55 Waren, Importwaren. Das sind alles Importprodukte. Ja, wir kommen natürlich. Da sind Waldprodukte. Okay, was wir wissen, dass das Waldprodukte sein sollen. Das ist der Wahnsinn. Wir können das ja schon alles hier erweitern. Die wollen ja sogar wieder mehr haben. Wo können wir denn so? Das finde ich ja ganz immer schön. So. Und das Ganze hier sogar noch mal erweitern. Bis nach dort. Andere Erzprodukte, Agrarprodukte und Waldprodukte. Ich verstehe. Oh Gott, oh Gott. An das Schwimmen muss ich mich noch gewöhnen. Bodenrichtwert. Okay. Und wir schreiben uns erstmal grüne Zahlen, hervorragend. Da kann man auch mal für vorher speichern. Ich bin ja positiv überrascht, dass sie da hinten Strom haben, ne? Ich hätte gedacht,
So, haben die denn jetzt Probleme aufgrund des Gewitters oder wie? Ah, ich habe natürlich irgendwas, vielleicht nochmal eine zweite, wenn die andere dann nur das dort drüben. Versorgt. Mal gucken, wie der Teich mal funktioniert. Ob es funktioniert oder nicht funktioniert, wir werden es sehen. Und wir haben gleich die 440. Ach Gott, wir brauchen 900. 440 mal für was anderes, ne? Ja, nö. Herzlichen Glückwunsch, errechne eine 5,44 auf deine Steuern, Darlehen, Müll, Gesundheitswesen, Bildung. Hervorragend. Nächstes Ziel ist 900. Können wir auch endlich Stadtviertel machen? Ich mach mal direkt. So viel Geld haben wir auch wieder nicht. Krankenhaus. Und vielleicht eine Grundschule hier hin. Und dann reicht das auch erstmal. Der Bedarf schon mal so gut wie erstmal gedeckt. Oh, ich glaube, der Bodenrichtwert, der steigt. 177 Gebäude, okay. Das Gefühl, Power Grid zerstört. Oder täuscht das? Wir haben einfach. Oder wir produzieren einfach nicht viel genug. Scheint mir. Verwirrt. Das ist wirklich ein bisschen blöd gerade. 12.000 nachlegen. Denn es steigt und steigt und steigt, was die Bevölkerungszahl angeht. Nicht gerade wenig. Einfach ein bisschen mehr Platz, habe ich das Gefühl. Das sollte ja schon fast reichen. Fast. Vielleicht können wir Sohn, das ist schon mal gut. Dann Sohn. Und wir auf alle Fälle schon mal dieses Gebiet hier.
So, unser Wohngebiet. Mit Dings. Und hier das Gewerbegebiet. Kann ich das hier auch noch mal ein bisschen erweitern nach dort? Huch. Das habe ich jetzt nicht vorgehabt. Verdammt. So. Ich habe das Gefühl, wir haben langsam Wasser. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Nun haben wir gar nicht. Ich habe einfach noch nicht gesohnt. Okay, es wird immer mehr was zu verwenden können. Straßenmeisterei. Okay, okay, okay. Feuerwehr bitte sehr. Und ich gebe genug Geld für Polizei. Okay, Strom. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze noch entwickelt hier. Das passt ja. Tausend dafür. Okay. Ja, die Mahn für die Low Densities wird langsam auch wieder ein bisschen groß. Können wir noch mal ein bisschen hier erweitern. So, wir das können, wir sollten. Ja, noch nicht. Vielleicht wollen wir erstmal speichern.
eine Sache würde mich aber schon interessieren. Gucken wir, was wir dabei schon sehen. Jawohl, Naturrohstoffe. Wir haben dort ein bisschen Erz, Wald ein bisschen, aber hauptsächlich Wald ist hier und ganz viel Öl. Das ist natürlich ein problematischer Platz, denn dort ist ja, dort können ja häufig Tsunamis reinkommen. Wir können auch sogar schon irgendwo hingehen. Die Frage ist, wollen wir eher auf Farm gehen zuerst oder auf Öl? Ich würde schon fast eher tendieren, erst ins Landesinnere zu gehen. Weil jetzt haben wir wahrscheinlich hier in das Gebiet 300.000. Das ist schon mal noch mehr. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Einfach weil wir dort halt ein bisschen. Vielleicht haben wir die überhaupt nicht. War schon wieder Stromprobleme. Wir produzieren echt zu wenig. Und wir sind eine winzige Kleinstadt. Wir können jetzt Landschaftsbau betreiben, Veranstaltungsrichtlinien. Okay. Parks und Plätze, einzigartige Gebäude, Fußball, neue Richtlinien können wir auch machen und wir können Hochwasserdämme und so weiter und machen. Ja. Einzigartige Gebäude. Okay. Wir können schon das Pandaschutzzentrum bauen. Und noch viele andere Sachen. Das ist ja. Geht ja gut los. Jawohl, dann wollen wir mal. Weitermachen. Spezialisierung können wir auch schon auf Agrar machen. Was haben wir hier? Selbstversorgende Gebäude. Zahlt 30% weniger Steuereinnahmen. Dann lassen wir es nochmal lieber. Anderen Seite waren die Ressourcen, naja, hier bauen wir irgendwann hier unser, oder war das jetzt schon, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich lasse es nochmal.